Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Alles läuft wie geschmiert, sagt im wahrsten Sinne des Wortes mein heutiger Gast, denn bei Chefsache geht es heute rund um das Thema Schmierstoffe made in der Region, genauer gesagt in Ulm, und das erfolgreich seit rund 100 Jahren. Das Mineralölunternehmen wurde 1918 von Hermann Bandleon in Ulm gegründet. Er vertrieb zunächst unter anderem Speiseöle und Waschpulver. Heute ist Bandleon ein weltweiter Spezialist für Schmierstoffe für Getriebe, Motoren und Hydraulik. Am Standort Ulm ist eine der modernsten europäischen Produktionsanlagen für wassermischbare Kühlschmierstoffe im Einsatz. Sie werden in Dreh- und Fräsmaschinen bei der Metallfertigung verwendet. Für die Produktion dieser Stoffe bezieht die Firma Grundöle. Das macht das Unternehmen auch vom Ölpreis abhängig. Zum Portfolio gehören außerdem die Avia-Tankstellen sowie der Vertrieb von Heizöl und Pellets. Außerdem erarbeitet Bandleon Korrosionsschutzkonzepte. Mittels einer Klimakammer kann zum Beispiel der Korrosionsschutz getestet werden, um Bedingungen auf hoher See oder bei tropischen Temperaturen zu simulieren. Im eigenen Labor werden Lösungen für die Auftraggeber erarbeitet. Diese Lösungen umfassen alle Prozesse bezüglich Reinigung, Konservierung, Verpackung, Lagerung und Versand. Zuletzt hat Bandleon ein modernes Konferenz- und Weiterbildungszentrum aufgebaut, das Bandleon Forum. Ziel soll es sein, Forschung und Wirtschaft zusammenzuführen, um innovative Technologien zu entwickeln. Ja, über Schmierstoffe und innovative Technologien möchten wir uns heute unterhalten bei Chefsache. Herzlich willkommen erstmal Herbert Grossmann, freut mich sehr, Geschäftsführer der Hermann Bandleon Holding GmbH und Co. KG. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Benzmann, und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wir haben es ja gerade im Einspielfilm gesehen, Sie haben investiert. Man darf es ja ruhig auch mal auf den Punkt bringen, in den letzten 12 Jahren 20 Millionen Euro, die Sie investiert haben. Warum setzen Sie so stark auch auf die Region? Gut, ich meine, wir sind ein typisch schwäbisches Unternehmen. Wir haben in Ulm, um Ulm herum, hochwertige Fachkräfte. Wir haben Universitäten mit einer enorm guten Ausbildung. Und von der Seite ist der Standort in Ulm für uns ganz wichtig. Und deswegen produzieren wir auch ausschließlich in Ulm. Wie läuft denn das Geschäft? Läuft es wie geschmiert? Also im Augenblick kann sich, glaube ich, keiner beklagen. Wir haben in den letzten 2 Jahren fast 20% mehr Menge verkauft weltweit, und von der Seite her ist das ein super Lauf des Geschäftes im Augenblick. Ich glaube, darüber braucht man sich keine Gedanken machen. Absolut. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer es gar nicht so sehr unbedingt im Bewusstsein hat, was Schmierstoffe eigentlich machen im Alltag. Sie haben uns jetzt mal ein bisschen was mitgebracht. Und zwar hier in diesem Fläschchen, ich versuche das gerade auch mal den Zuschauern zu zeigen, da haben wir echtes Rohöl drin. Mhm. Wo kommt denn das jetzt her? Das kommt aus den Bohrlöchern. Das kann aus der ganzen Welt, überall, wo es Bohrlöcher gibt, von Venezuela, aber auch aus Nordsee. Wir verwenden hauptsächlich Nordsee-Grundöl, das dann über bestimmte Raffinerieprozesse zu Grundölen verarbeitet wird. Also ich würde jetzt mal als Laie sagen, ist doch wurscht, wo das Öl herkommt. Das kommt halt aus der Erde, und ob Nordsee, Venezuela oder sonst irgendwoher, macht doch eigentlich den Kohl nicht dick, oder? Es ist schon ein Riesenunterschied. Wenn Sie sehen, wie ein Grundöl oder ein Rohöl aus Venezuela aussieht, das ist richtig dick, das ist eine richtig schwer, fast wie Honig im Vergleich zu ihm, das etwas flüssiger ist. Und es gibt natürlich auch von der Zusammensetzung her, von der Qualität her dann Unterschiede. Das fängt bei den Aromaten an, über Verschmutzung etc. Ihre Kunden achten sehr genau darauf, wie die Beschaffenheit letztendlich ihrer Produkte ist, und würden sofort merken, wenn es eine kleine Abweichung ist. Selbst der Duft, möchte man sagen, ist entscheidend. Also wir haben noch nicht das Geruchsfernsehen entwickelt, liebe Zuschauer, aber das riecht so ein bisschen wie Farbe, kann man sagen. Hier haben Sie jetzt im Prinzip das fertige Produkt mitgebracht. Ja. Das gleicht jetzt schon sehr unserem Wasserglas. Ja. Und hier drin ist jetzt ein Schmierstoff aus Ihrem Haus. Das ist mit eines der Grundöle, die wir verwenden für die hochwertigen Schneidöle, Zerspannungs- und Schleiföle. Hierzu wird es verwendet, weil sie eben lang raffiniert sind, verarbeitet sind und für diese Zwecke hervorragend geeignet. Was
Verschleiß angeht, etc. Nun ist ja Ihre Branche, würde ich mal sagen, gerade ja auch die Mineralölbranche und die Mineralölindustrie, nicht gerade die beliebteste unbedingt. Ja. Also es wird natürlich sehr viel über Sie gesprochen und geschrieben. Manche sagen, die schmutzige Branche. Ja. Stimmt das aus Ihrer Sicht? Also aus unserer Sicht nicht. Ich sage mal, bei uns im Unternehmen, wenn viele unserer Kunden kommen, die sagen, bei euch sieht es sauber aus wie bei uns im Lager. Aber nichtsdestotrotz steht man ja immer in der Diskussion und man hört ja auch von REACH über neue Gesetzgebungen, Auflagen, die man zu erfüllen hat. Und deswegen hat sich auch die Branche, zumindest eine kleine Gruppe, mal zusammengeschlossen über den Verband der Schmierstoffindustrie, um hier, was Nachhaltigkeit und Ökologie, Ökonomie angeht, soziale Verantwortung angeht, Grundlagen zu schaffen für die Schmierstoffbranche. Und wie das zusammenpasst, Nachhaltigkeit und Schmierstoffindustrie, das und mehr, gleich hier, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Seien Sie gespannt, gleich geht's weiter. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Unser Thema heute: Schmierstoffe, ohne die wahrscheinlich in der Industrie gar nichts gehen würde. Zu Gast im Studio ist Heribert Grossmann, Chef von Bandleon aus Ulm. Wenn ich sage, es würde tatsächlich nichts gehen, stimmt das? Es stimmt schon. Wenn man bedenkt, dass allein vom gesamten Energieaufkommen 30% Verschleiß ist und Abnutzung, Dann weiß man, was der Schmierstoff eigentlich tätigen muss, um dieses zu reduzieren. Das heißt, überall, wo wir Maschinen haben, überall wo Reibung entsteht, wo Verschleiß entsteht, dort würde ein ungleich höherer Energieaufwand entstehen. Ja, bei der Zerspannung, ob es auch im Fahrzeug ist, im Getriebe, im Motor, überall da, wo Reibung und Verschleiß auftritt, da braucht man Schmierstoff, um dieses Phänomen zu reduzieren. Als Laie würde ich sagen, na, Schmierstoff ist halt Schmierstoff. Du steckst das Ding halt rein und dann läuft's. Ja. Aber in der Tat haben Sie eine ganze Palette von Produkten im Jahr, über 200 neue Produkte. Ja. Warum diese unglaubliche Bandbreite an Schmierstoffen? Gut, es verändert sich sehr viel am Markt. Man sieht es an den Motoren, die immer leistungsfähiger wird. Wenn man jetzt an die Industrie denkt, die Zerspannungsmaschinen, höhere Drehgeschwindigkeiten, es kommen neue Materialien auf den Markt. Und hier muss man ständig mit dem Kunden in Kontakt bleiben, um zu sehen, was hat sich im Prozess verändert, wo müssen wir den Schmierstoff anpassen. Und wenn man heute weiß, dass in einem wässrigen Schmierstoff, in einem Metallbearbeitungsflüssigkeiten, zwischen 25 und 35 unterschiedliche Grundsubstanzen drin sind, da weiß man, was das für Anforderungen auch an die Forschung und Entwicklung bedeutet im Hause. Sie haben sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Heißt jetzt ganz konkret, die Schmierstoffe müssen selbst länger halten oder müssen sie eine größere Effizienz letztendlich in den Maschinen bringen oder beides? Beides. Also wir versuchen natürlich, die Schmierstoffe so lange wie möglich im System zu halten. Das machen wir über die Dienstleistung, über Fluid Management, die wir beim Kunden machen, um hier die Wechselintervalle an der Maschine einfach hinauszuzögern. Man macht auch zwischendrin mal dann Untersuchungen im Labor, ob man den Schmierstoff noch länger halten kann. Man macht eigentlich sich selber das Geschäft kaputt, aber für die Nachhaltigkeit, für die Unternehmen, für die Umweltbilanz ist es einfach besser, wenn man die Schmierstoffe so lange wie möglich im System hält. Im Fahrzeug am besten Lifetime-Füllung. Also lebenslang. Ja. Die Struktur, die Sie gerade als Fluid Management bezeichnet haben, ist was ganz genau? Sie verkaufen nicht einfach nur Schmierstoffe, sondern sind auch beim Kunden vor Ort. Ja, wir sind beim Kunden vor Ort. Das heißt, vor 30 Jahren haben wir damit angefangen. Der Kunde kam und hat gesagt, bitte kümmert euch darum. Wir wollen uns an der Maschine, mit der Maschine beschäftigen und nicht mit der Flüssigkeit. Und das haben wir damals gegründet. Heute haben wir 70 Leute damit beschäftigt, die nichts anderes tun, als beim Kunden die Werkzeuge, die an der Werkzeugmaschine, die Flüssigkeiten zu messen, nachzufüllen und auch mal zu reinigen, wenn starke Verschmutzung reingekommen ist, um das einfach auch lange im System zu halten. Und letztendlich ist das ja auch die Kunst eines nachhaltigen Unternehmens, dass man ganz nah an den Kundenbedürfnissen ist. Ihr Unternehmen ist jetzt 100 Jahre alt. Als Sie selbst vor 20 Jahren in das Geschäft gekommen sind, wurde Ihnen gesagt, naja, im Prinzip, dein Aktionsradius ist 150 Kilometer ums Haus rum. Heute sieht es ganz anders aus. Jetzt ist es im Flieger. Warum? Ja, genau. Da sage ich immer zu meinem Vorgänger, wenn ich ihn heute noch treffe,
Da hat er mir ein schweres, wenn man so sagen kann, Ei ins Nest gelegt. Die Kunden haben uns darum gefordert, die natürlich Werke in China, in Südamerika aufgemacht haben und dann gesagt haben, wir wollen den gleichen Prozess in den Ländern. Wir haben die Maschinen und wollen auch die Flüssigkeiten haben. Wir haben genug zu tun, mit den Leuten an der Maschine einzuarbeiten. Und deswegen waren wir gezwungen, relativ kurzfristig, die letzten 12 Jahre, unseren Kunden nachzufolgen und Partner zu finden, die unser Geschäft vor Ort betreiben können. Jetzt verraten Sie mir abschließend noch einen kleinen Ausblick. Wir haben jetzt 100 Jahre hinter uns, jetzt mal 100 Jahre nach vorne. Wird es überhaupt noch eine Mineralölindustrie geben? Wie wird Ihr Geschäft in 100 Jahren aussehen? Man weiß es heute noch nicht. Man kann es heute nicht sagen. Die Politik verändert sehr viel. Aber aufgrund der Neuentwicklung, die am Markt sind, es gibt immer Bereiche, wo geschmiert werden muss. Also jetzt auch von der technischen Seite. Zum Glück. Ja, genau. Und Schmierstoffe werden immer gebraucht, egal ob sie nachher auf holzsynthetisch hergestellt werden. Es gibt ja auch mittlerweile andere Wege, um Schmierstoffe herzustellen und in die Zukunft weiterzubringen. Also, Sie sind absolut zuverlässig, was Ihr Geschäft angeht. Da bin ich mir ganz sicher. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, die Sie uns heute gewährt haben. Hat mich sehr gefreut, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn es auch bei Ihnen wie geschmiert läuft und Sie spätestens in einer Woche wieder einschalten. Hier bei Chefsache. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.